Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist voll im Gang und wir hatten ziemlich viele tolle Spiele gesehen. Nina, welche Spiele hast du dir denn angesehen? Eigentlich so gut wie alle, immer wenn es ging. Ja, also ich habe über die Ergebnisse geschmunzelt teilweise. Teilweise waren die Spiele spannend und heute spielt England gegen Belgien. Das letzte Spiel in der Vorrunde und daher gibt es heute etwas aus England. Genau, es gibt Scones. Seht mal zu, wie schnell die zubereitet sind. Für die Scones brauchen wir ganz wenige Zutaten. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Käse, wir haben hier Parmesan, ihr könnt auch anderen nehmen, Butter haben wir 80 Gramm, Petersilie eine Handvoll, etwas Milch und Backpulver. Die genaue Zutatenliste findet ihr wie immer auf meinem Blog. Wir verlinken euch das hier. Bevor wir den Teig zubereiten, heizen wir den Ofen auf 200 Grad vor. Den Teig haben wir mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Etwa 20 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen und zu kleinen Bällchen geformt. Jetzt sind sie im Ofen und backen etwa 15 bis 20 Minuten. Es riecht super lecker, die Scones sind fertig und wir werden die jetzt aus dem Ofen holen. Ist heiß. Wir sind von dem Ergebnis begeistert. Nina wird das für uns jetzt probieren. Sehr gerne. Nina, wie hat es dir geschmeckt? Es hat mir sehr gut geschmeckt. Der Käse schmeckt daran super. Ich kann mir die auch mit einem fruchtigen Dip vorstellen. Wir haben jetzt Frischkäse-Dip gemacht. Ja, wir beide werden jetzt das Spiel uns ansehen. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.